In dieser Zeit, wie ihr alle mitbekommen habt, werden die Muslime in ein schlechtes Bild gerückt, weil leider einige, die sich zum Islam bekennen, Verbrechen begehen. Das gab es schon immer und leider wird es auch immer in der Zukunft passieren. Das heißt aber nicht, dass der Islam das gebietet, diese Verbrechen. So, und wer erklärt das den Menschen? Das müssen wir machen. Wie? Indem wir es vorleben. Indem wir es vorleben. Die Menschen sehen in den Medien, ob das die sozialen Medien sind oder in den Fernsehkanälen, sehen sie nur eine Seite. Die Muslime sind schlecht, die Muslime wollen uns das Schlechte antun, die warten, die lauern nur darauf, ja, und warten, dass sie uns etwas Schlechtes antun. Entschuldigt. Wie können wir dem widerlegen, das widerlegen und dem widersprechen? Indem du das vorlebst. Und an allererster Stelle als Nachbar oder als Mitschüler oder als Mitarbeiter, dass sie sehen, du bist ein Muslim, du bist aber nicht so, wie im Fernsehen gesagt wird oder in den sozialen Medien gesagt wird. Und stell dir mal vor, ein Nicht-Muslim kennt jetzt 5, 6, 7, 10 Muslime. Der eine ist sein Nachbar, der andere ist sein Mitschüler, der andere ist sein Mitarbeiter, der andere sieht als Muslim aus und er saß neben ihm im Bus und so weiter. Und jedes Mal, wenn er einen Muslim sieht, sieht er, wie gütig man ist, wie nobel man ist, wie hilfsbereit man ist. Du hältst die Tür auf, du lässt den Platz für andere und so weiter. Das widerlegt mehrere TV-Sender und mehrere Videos auf TikTok und Instagram, die den Islam schlecht darstellen wollen. Das ist unsere Aufgabe, immer mehr Güte zu zeigen, besonders in dieser Zeit.